nur ein paar Kratzer. Uns geht's gut. 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 Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. 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 Fallen! Fallen! Okay. Hey, wie geht's jetzt weiter? Auswählen. Ach so, nächstes Kapitel. Einmal B bitte. Ach so, ja, das hatte ich ja schon jetzt gehabt, ja. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Hallo? Jemand da? Sind wir wahr? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Lol. Was haben die mir wohl Drogen eingeflößt? Wieso wackelt das alles so komisch? Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, was? Können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Hier entlang, bitte. Nein, ach so, eintragen war speichern, das wusste ich doch nicht. Mann! Dasselbe. Okay.
Riecht wie Medizin. Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Bitte, setzen Sie sich. Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein. Stopp! So, sehen Sie? Schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie wieder? Ich check grad gar nichts, ey. Ich warte auf Sie. Ich blick durch das Spiel nicht durch. Das ist irgendwie noch, keine Ahnung. Was zur Hölle geht hier vor? Bin ich? Kidman, wo bist du? Für was ist die Spritze gut? Um mein Leben zu heilen? Ah, jo, alles klar. Da ja keiner weiter ist, dann gehe ich einfach mal weiter. Jetzt kommt hier gleich so ein Slenderman. Okay, das war irgendein Getier. Das sah nicht mehr so gesund aus. Endlich habe ich eine Waffe. Oder hinten ist oder eine grüne Flüssigkeit. Gut, mehr ist hier wahrscheinlich nicht. Bis zum Ende. Also ich habe ja gesagt, so gegen dreiviertel ungefähr, dreiviertel oben, höre ich auf mit Stream und dann lose ich das aus. Die restlichen Keys und das andere Mauspad gibt's dann am Wochenende. Danke für den Follow, Ralfi.
Das ist doch der komische Typ, oder? Tut weh, tut weh. Oh. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus, 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 Krankenhaus! Bleib doch hier, du Bob. Nochmal. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Hey, ist vollkommen okay. Ich laufe gerne mit irgendwelchen Metallspitzen im Arm rum, die dann einfach so verschwinden. Ist vollkommen okay. Wo ist denn der Psychopath hin? Was? Ach so, sprinten. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Streichhölzer benutzen, näher dich einen Boden liegenden, also Gegner an. Jo, alles klar. Was? War das nicht B drücken? Ups. Ah. Pam! Mir geht's gut. Dankeschön, Greifi. Und dir? Wow, wow, wow. Creepy Tante. Eigentlich würde ich es gar nicht aufheben wollen, weil es sieht schon so komisch aus. Ach nee, das lese ich mir jetzt nicht durch. Ja, eigentlich ganz gut, Ralfi. Also ich kann mich nicht beschweren. Das sind zwar auch immer, ich sag mal, schwankende Zuschauerzahlen, aber mir ist ehrlich gesagt die Zuschauerzahlen relativ wane, weil Hauptsache man hat Spaß dabei. Und heute waren wir, glaube ich, lass mich lügen, bei 34, 35 ungefähr. Ich verliere den Verstand. Oh ja, ich glaube auch, der verliert seinen Verstand. Eieiei. Jetzt sind wir schon wieder drin. Irgendwie ist es schon ein bisschen creepy, oder? Ich muss ja ehrlich sagen, ich blicke hier überhaupt null durch. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? What? Ich muss speichern, ja. 40. Oh. 32, okay, dann waren wir bei 32. Aber wie gesagt, ich habe da nicht genau hingeguckt. Hallo, Freshie. Ja, nee, ist wirklich so. Ich meine, ich hatte selbst... Ach Gott, wann war das gewesen? Veggie, wann war das gewesen? Vorige Woche Samstag oder Sonntag? Nee, ich glaube Sonntag. Nee, warte mal, wann war denn das? Oder Anfang der Woche? Ich weiß nicht, da haben wir eigentlich nur, da war nur Veggie und Stefan. Und das war's eigentlich. Und auf jeden Fall, was Veggie wird mir aber noch angezeigt. Ja, ist egal, auf jeden Fall, wie gesagt, war Veggie und... Ah... Lebensanzeige, maximale Sprintdauer, Nahkampf, Spritzenwirkung. Nee, auf jeden Fall, da waren wir glaube ich nur zwei oder drei Zuschauer gewesen. Wir hatten so einen Spaß gehabt, ey, ohne Spaß. Da hat selbst Stefan gesagt, weil ich halt gestern reingeschrieben habe, wegen heute, wegen Stream. Und er hat auch gemeint, ne, zocken wir nicht eigentlich, feiern wir nicht immer irgendwie im Stream. Ja. Ich habe mein letztes Spiel war Destiny. Danach habe ich H1Z1 und jetzt halt The Evil Within. Irgendwie, ja, naja. Achso, 2000. Ich habe aber plus 700. Das heißt, ich kann eigentlich gar nichts
Und gar nichts upgraden. Doch hier. Wow. Das kann ich ja wohl erstmal lassen. Hey, wake up. Alles klar, Mike. Also ich soll allen liebe Grüße ausrichten von Mike, also Shadow Jungler. Er geht jetzt schlafen und wünscht allen eine gute Nacht. Dankeschön, Mike, und gute Nacht. Ja, Quickie ist komisch, ne? Ich bin halt noch nicht dazu gekommen, das mal zu ändern. Nee, warte mal, hier war ich doch schon. Kann ich hier hinten nicht weiter? Nee. Da bin ich jetzt ganz bescheuert. Kann ich jetzt hier gar nichts mehr machen, oder was? Wollen wir doch. Das wird der Spiegel wieder. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, das Spiel. Ich blick noch nicht ganz durch, aber ist okay. Wird schon noch. Wow. Munition alle. Hallo? Ach so, jetzt. Ich bin gerade so, oder? Irgendwie. Oh, im Ernst, Mann, du Spacko, bleib doch einfach mal hier. Klettere über Hindernisse. Komm, du Psychopath, bleib doch jetzt mal hier. Alles klar, Ralfi, wünsche ich dir auch. Schönen Abend dir noch. Ihr Doofbacken, ich hab vielleicht mal gar keine Munition mehr. Ist noch so ein Teil? Scheiße, ja. Oh, fuck.
Hallo, nun mach doch mal was, eh. Nee. Hier ist ja alles voll von den Viechern. Jetzt krieg ich Gänsehaut. Oh fuck. Ey, im Ernst jetzt? Ich bin so schlecht, ey. Hammerhart. Natürlich kann ich hier nicht lang. Oh. Ich bin tot. Ich hab... Warte jetzt mal. Das muss ich mir mal durchlesen. Wie ich nochmal Nahkampf. Weil irgendwie... Keine Ahnung, wenn ich B drücke, passiert nicht. Wenn ich Y... Nur wenn ich zwei verschiedene drücke, dann passiert das. Oh. Willkommen zurück, Fresh G. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Steuerung, Tastenzuweisung. Nee, Tasten können in Nahkampf. Nur Y. Schießen Nahkampf, ja, T, Y. Lol. Okay. Oh, stopp. Nein. Ei. Okay, keine Ahnung, Redibot, der hat mir jetzt gerade eben gesagt, dass du gerade wieder zurückgekommen bist. Aber okay, nicht schlimm. Dann halt nicht willkommen zurück. Oh, irgendwie... Was? Nein. Heb die mal auf. Hier ist gar keine Falle. Das Problem ist, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Oh mein Gott! Oh. Ich bin tot. Ey, das Spiel macht überhaupt keinen Spaß. Ja, das glaube ich dir wohl, Quickie. Also irgendwie weiß ich nicht so undurchsichtig. Also man weiß überhaupt nicht, wo man lang soll. Das ist irgendwie total doof. Also man hat halt auch irgendwo, nirgendwo, irgendwas, keine Ahnung. Also gibt es irgendwie nicht mal irgendwas, wo jetzt zum Beispiel da steht, hier, geh jetzt dort und dorthin, mach das und das, oder... Ist halt irgendwie doof, wenn mir irgendwo war doch die Flasche. Hallo, Nerdwazi.
willkommen im Stream und danke für dein Follow. Ich komme auf das Spiel nicht klar, das ist irgendwie... Oh, warte mal, das kann man doch bestimmt anzünden. Kann das anzünden? Hm, nee. Ist hier noch eine Falle? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, wo? 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 Oh. Was? 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 Ach komm! Das ist doch ein Witz! Ey, das macht sowas von keinen Spaß. Das ist der Hammer. Ey, da finde ich ja Outlast viel besser als den Mist, ey. Bis jetzt. Kann sich natürlich noch ändern. Aber nicht mehr heute. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist keine Ahnung. Im Moment ist halt echt nicht so berauschend, um ehrlich zu sein. Ey, der macht 2 Schritte und ist K.O. Hammerhart. Wo war die Falle? Irgendwo hier vorne war die doch, oder? Ach komm, hau ab. Na klar, ist klar. Ey, ist jetzt euer Ernst? Ist das jetzt echt euer fucking Ernst? Ach, so sinnlos, ehrlich. Whistleblower habe ich leider nicht gespielt. Nur den ersten Teil, aber den ersten Teil fand ich schon viel besser als das hier irgendwie. Das einzige, was ich mal gezockt habe, war Resident Evil 6, aber das war's auch schon. Oh. Da war eine. Ja, komm. Drück. Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Ey, das ist doch so ein Abfuck, ey. Man kann nicht mal irgendwie sagen, dass man jetzt wegrennt oder so, weil schon mal da durchrennt, nee. Man kann halt nicht weg und
Oh! Hat schon irgendjemand von euch das gespielt an der Stelle und kann mir sagen, wie man das weitermachen soll? Ich hatte nur schon mal bisher die Gameplays gesehen gehabt auf YouTube, aber halt auch nicht alle, immer mal so ein paar Parts plus mal reingeschaut. Oh. Ich bin 2 Schritt gelaufen und er muss sich ausruhen. Mann! Du renn doch einfach, du Spacko, ey. Hieß es nicht mal, man kann die Leichen anzünden? What? Ich war da vorbei. Also einen Versuch mache ich jetzt noch. Wenn ich den Versuch auch abkacke, dann ist Schluss für heute. Das reicht dann. Genug gefailt. Das ist so sinnlos, ey. Klar, ich war vorbei. Oh mein Gott, jetzt so schnell. Wieso waren da gerade 2 Explosionen gewesen? Kontrollpunkt, gut, das war's. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Das ist ja übel, ey. Übel, der Abfuck, ey. Da kriegst du Depression von dem Spiel. Boah. Holy moly. Kann man hier irgendwie, warte mal. Nee, ey, da kriegst du echt Depression. Ey, kann man wohl nicht mal. Ah, doch, ich wollte mir schon sagen, Vollbild. Deaktiviert? Geht das nicht? Ah, da. Achso, das wollte ich eigentlich. Vollbild-Fenstermodus? Nein. Mal gucken, ob die Vollbild-Fenstermodus haben. Die Stimme mit der Tastatur machen. Das geht gar nicht. Okay, ich habe gedacht, es geht. Vollbild-Fenstermodus.
Gut, dann muss ich das so lassen. Das ist mir egal, Fresh. Das ist mir egal. Hallo, rosa-rote Panda. Das Spiel macht so depressiv, ey. Nicht depressiv, aber so... Nee, einfach nur... What the fuck. So, mal gucken. Machen wir jetzt mal einfach hier so ein Bild neu. So, okay. Ich bin aber dann auch erstmal raus an dieser Stelle. Ich streame schon seit knapp, glaube ich, über 8 Stunden. Irgendwas so die Drehe. Nee, brauche ich nicht, aber das ist ohne Spaß. Das macht halt irgendwo... Ich habe schon damals Resident Evil nicht gerne gezockt, weil ich irgendwie... Ja, ich verlose es noch, keine Angst. Aber wie gesagt, weil Resident Evil hat mich damals schon abgefuckt, auf gut Deutsch gesagt. Das war... Da kriegt man den Meister, ey, ohne Mist. Auf jeden Fall, ja. Es wird so sein, der Key, egal wer den jetzt gewinnt. Was, das war dir schlimm? Das war überhaupt nicht gruselig und nichts, aber mich stört es halt extrem, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Und das ist halt, weißt du, da zocke ich halt lieber Outlast, da weiß man halt, man muss halt dort und dort, also man muss halt rauskommen, aber bei dem Spiel hast du überhaupt, also habe ich im Moment halt überhaupt noch keine Ahnung, was ich überhaupt machen soll. Ich renne halt einmal bis wirr hin und her und ja, ohne Plan und keine Ahnung. Auf jeden Fall der Key, den ihr bekommt, der ist nicht direkt für Steam gedacht. Das heißt, ihr müsst euch auf gamesplanet.com müsst ihr euch Account erstellen, dann müsst ihr quasi die Evil Within in euer Warenkorb reinsetzen. Kostet, glaube ich, 50 Euro knapp oder so, keine Ahnung. So, und wenn ihr dann im Warenkorb drin seid, müsst ihr bei dem Gutscheincode dann diesen Key eingeben. Und dann habt ihr automatisch den Key auf den Account drauf. Und wenn ihr dann halt quasi den Steam Key anfordert, bekommt ihr dann quasi den Steam Key. Na, mein Baby. Ja, also damit ihr Bescheid wisst. Also nicht wundern, deswegen ist ja auch so kurz, ne? So, jetzt tue ich eben noch die Fensteraufnahme aktivieren. Scroll hier ein bisschen hoch. Und losen dann einfach mal den Gewinner aus. Wir haben übrigens 14 Zuschauer, also ich hoffe mal, dass der ein oder andere gewinnt, der jetzt hier noch da ist. Das ist typisch für Resident Evil, da ja auch mache ich hier so. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich... schon immer, also Resident Evil war halt noch nie mein Spiel und ich habe halt gedacht, vom Machen her ist das halt ein bisschen anders, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, bevor dann nach dem Gewinnspiel, bevor ich auslose, halt wieder alle verschwinden. Es war wirklich ein mega cooler Stream, hat mega Spaß gemacht, vor allem die ganzen Runden H1, Z1, die waren mega awesome. Also kann man wirklich nicht anders sagen, es war halt wirklich ein sehr, sehr lustiger Stream und ich werde wahrscheinlich jetzt den ganzen Stream in 8 Parts, denke ich mal, auf YouTube hochladen. Also quasi Stundenparts und für den, der das halt eventuell verpasst hat. Und ja. Also Quickie, ich werde es wahrscheinlich, also morgen schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Ich werde die ganzen Gewinne irgendwann im Laufe der Woche losschicken. Aber wann genau, wie gesagt, kann ich das nicht genau sagen. Und oh mein Gott, wir haben es nach 12 und ich muss morgen früh bei Zeiten wieder raus. Das stimmt. Ich muss mal gucken, ob ich das alles aufgeschrieben habe jetzt. Dattel habe ich, Tobi habe ich, Affe habe ich, Henny habe ich, Maurice habe ich, Busy, Quickie. Passt. Nee, war echt lustig gewesen. Achso, ja genau, Aragi, du warst ja auf der nächsten Seite gewesen, Aragi. Das andere Mauspad. Ja. Das war, ja, ich habe bloß die erste Seite, ich habe vergessen runter zu scrollen, weil Quickie ist bei mir quasi der Schluss von der ersten Seite und Aragi ist dann quasi der Start von der zweiten Seite. Muss ich bloß mal Aragi noch dazu schreiben, ich habe halt bloß Lars Trunch da stehen. So, bla bla bla, genau. Sehe ich gar nicht. Are you mad, bro?
Ihr müsst nicht schlafen, ihr könnt auch noch munter bleiben, aber ich gehe halt schlafen, weil ich morgen früh bei Zeiten raus muss. So, dann einmal Trommelwirbel, gewonnen hat, einmal Gewinner picken und es ist Affe mit Waffe. Ich glaube, der ist aber gar nicht mehr da. Vor allem, was ich lustig finde, Affe mit Waffe ist, glaube ich, gar kein Follower. Zumindest wäre es mir neu. Da hat vor uns mal einer gefollowt mit Affe mit Waffe. Affenzitat. Nö. Das ist total lustig, weil ich habe ja eingegeben, dass es nur für Follower ist. Affenzitat. Nö. Von daher, ja, dann werde ich einen anderen Gewinner. Crazy! Crazy! Weil bei Crazy weiß ich, dass der Follower ist, aber das check ich nicht. Ich habe hier extra, seht ihr auch hier, da oben, Noah exklusiv für Follower. Und das check ich gerade nicht, aber okay. Crazy, ich tu dir das mal eben. Also wie gesagt, ich hoffe, du hast zugehört, was ich dir gesagt hatte. Nee, aber ich werde jetzt einfach mal so aus Just for Fun quasi jetzt nochmal direkt eins raushauen. So, also wie gesagt, Crazy, dir bei gamesplanet.com dir ein Account erstellen, dann das Spiel in den Warenkorb setzen und dann einfach dadurch hast du halt nicht mehr die 50 Euro, sondern hast dann halt frei. So, jetzt werde ich noch eins machen. Ich überlege bloß gerade, was man immer Schönes nehmen kann. Was ist mit dir denn kaputt? What the fuck? Den Schnitzel. Okay, passt auf, dann machen wir jetzt halt nochmal dasselbe. Also nicht dasselbe, aber halt sowas in der Art. Ja, das merke ich schon, Matt. So, auf geht's. Das ist jetzt das letzte Gewinnspiel für heute. Die nächsten gibt es dann am Samstag quasi zum Nachträglichen für die Leute, die halt nicht dabei waren. Gute Nacht, Tobi. Danke fürs Zuschauen, Tobi, und auf jeden Fall danke für deinen Support. Also wie gesagt, bei dem Key wird es halt auch so sein, dass die Leute, die das quasi haben, die den Code jetzt bekommen, bei gamesplanet.com einfach einen Account erstellen, das Spiel in den Warenkorb legen, dann das halt den Code dann bei den Gutscheinen reinschreiben und dann kriegt man den quasi für umsonst. So, ich lasse es mal noch, hier oben läuft die Zeit. Ich lasse es jetzt einfach mal noch bis ungefähr 3 Minuten laufen. Also bis da eine 3 steht und dann los ich aus. Ja, das merkt man, Mac Bro.
Danke für den Follow, FreshG. Hast du nicht vor uns schon mal gefollowt? FreshG? Nee, okay. Ich meine, das war vor uns schon mal, aber okay. Mad Bro, dafür können wir aber nichts. Wenn du irgendwelche privaten Probleme hast, ja, dann geh bitte zum Arzt oder sonst wohin. Aber hör auf, uns damit in Anführungsstrichen zu belästigen. Ich meine, wir können nichts dafür. Ich weiß nicht, was mit dir vorgefallen ist, aber wie gesagt, wir möchten den ganzen Mal in aller Ruhe streamen. Ah, alles klar, FreshG. Und von daher, ja. Ja, ist wirklich so. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, brauche ich das jetzt nicht so Depri hier. Okay, ich glaube, mehr als 8 Leute werden es nicht werden. Wir sind jetzt bei 3,17. Dann werde ich mal auslosen. Hi, D-Genie, ich bin's, der Shadow. What the fuck? Was geht denn jetzt los? Warte mal, jetzt muss ich mal... Warte, stopp. Shadow in the Jungle, das ist doch bestimmt wieder irgendein Fake, oder? Weil Mike ist ja vor uns ins Bett gegangen, eigentlich. Eigentlich. Das ist mysteriös. So, okay, ich los jetzt mal aus. Auf jeden Fall trotzdem danke für den Euro. Was macht ein Zombie beim Fußball? Ich hab keine Ahnung. So, okay, wir beenden das Ganze und losen aus und gewonnen hat. Aragi, du Lacker. Das gibt's ja wohl nicht. Aber es kann sein, dass seine Spende auch später ankam als mein Follow. Das checke ich jetzt gerade gar nicht. So, Aragi, ich wisper dich mal eben an. Okay. Klar bin ich der Mike. Ja, ist klar. Als ob. Mike ist ins Bett gegangen. Es kann natürlich sein, dass er am Handy jetzt sitzt und das vom Handy aus macht, aber ich glaube es eher weniger. Also, Jungle under the shadow. What the fuck, ey? What the fuck? So. Es kann sein, dass die Spende auch viel später ankam. Also, pass auf. Warte. Du gehst auf diese Seite. Du kannst doch gegebenenfalls unten in den Stream-Beschreibung auf den Link, also auf das Bild gehen von Games Planet. Dann erstellst du dir dort einen Account. Tust das Spiel bei dir in den Warenkorb. Gibst dann in den Warenkorb diesen Code ein. Drückst auf Bestätigen und dann hast du das Spiel quasi. Also quasi wie als ob sie dir das Spiel kaufen würdest, aber anhand des Gutscheines kriegst du das Spiel quasi für umsonst. Irgendwie ist es trotzdem gerade übelst lustig. Bist du sicher, Henny? Da hat ja eure Familie heute ordentlich abgesandt, würde ich mal sagen, Henny. What the fuck? Ach
was de Genie, ich bin es doch, erkennst du nicht mal. Dass mein Name falsch geschrieben war, XD Codewort Ezreal. Alles klar, gut. Wieso war das jetzt gerade das Dream? Das kenne ich gar nicht, was war das? Was war das? X. The Jingle and Jungle, ho ho. Geil. Aber, der Name ist so lang. Mike, du musst mal den Namen kürzer machen, der passt dir nicht mehr rein, weil wenn, dann müsste ich ja so machen. Muss ich so machen. Was denn? The Jingle and Jungle Ho Ho. Oder Hoe Hoe? Hoe Hoe? Ja, hey Ho Ho ist ja und so, glaube ich. Wie auch immer. Ach, lasst mich doch, Mann, ist es spät. Warte, ich schreibe das gleich mal dazu, dass bei dir das mit Unterschrift, sonst vergesse ich das. Quickie mit Unterschrift. Dein Spiel hast du aber schon bekommen, Life is Strange, oder? Ho ho. Sag ich doch. Ach so, alles klar schon. Aber mich hat das trotzdem gerade gewundert, weil es ging so, also wie halt so, keine Ahnung, das war so ganz komisch gewesen. Krieg ich auch noch was? Genie, ihr hört ins Bett, ist wirklich so. Okay, noch ein Kiefer los mal, komm. Eins machen wir noch. Wartet, ich muss gucken, was wir noch so Schönes haben. Ich habe eigentlich jede Menge, aber ich muss ja für Samstag auch noch was behalten. Kennt einer von euch Yasumin? Yasumin. Glaube ich, heißt das? Dürfen die, die was gewonnen haben, nicht mitmachen? Nee, wieso? Ich werde einfach die Leute, die dann jetzt eventuell nochmal doppelt und dreifach was gewinnen. Also wie zum Beispiel Aragi, der kriegt jetzt nichts mehr, der hat jetzt genug gewonnen. Quiggy kriegt nichts mehr, hat genug gewonnen. Die werde ich einfach außen vor lassen. Ich habe ja noch übelst viel Tomb Raider. Ich habe aber auch, hier. Komm. Ja, Quiggy, warum? Darum, weil ich es kann. Dafür hast du was Gutes gewonnen, Quick, ja? Genau, einmal Gewinn ist einmal zu viel. So, auf geht's. Übrigens, das Spiel könnt ihr nur einlösen bei Square Enix. Also wenn ihr quasi, Was denn? Ich habe 2 Keys davon, also kein Stress. Also, auf jeden Fall, wartet mal, ich muss mal eben was gucken, wartet mal. Hier im Übrigen, die ankreuzen, ich bin nackt, ja, die wollen nicht mitmachen, ist euch schon bewusst, ne, also. Wenn du jetzt wirklich nackt bist und das ankreuzt, dann kannst du leider nicht gewinnen. So, wartet mal. Maurice, bist du mal so lieb und gibst ihm bitte Rechte?
Warte mal. Maurice, du hast auch schon was gewonnen. Ihr alten Chili-Willis. So, Humble Square Enix, Square Enix Final Fantasy Key Redemption Introduction. Also ihr müsst dann bei Square Enix Mock Station Page Service Account Code. Gerne crazy. Nee, Hagi, so geht das nicht, ja, so geht das nicht. Also ihr müsst den Code dann, also ihr müsst euch bei hier, wartet. Bei Square Enix direkt einen Account erstellen. Also ich kann euch das ja schon mal hier, da, bei dem da müsst ihr euch dann einen Account erstellen. Und sobald ihr euch einen Account erstellt habt, könnt ihr einen Code eingeben. Und das ist der Code, den ihr dann quasi bekommt. Und dann könnt ihr euch das Spiel theoretisch runterladen. Genau, sozusagen. So, ich warte jetzt mal noch bis 4, also 35 Sekunden. Und dann auslosen. What? Ist das schon wieder alles verrutscht hier? So. Gerne Quickie, gerne doch. Und vor allem überleg mal, du hast deinen ersten Livestream gewonnen und direkt sowas riesiges, ja, direkt so ein riesiges Mousepad, das ist schon awesome, oder? Das ist sogar, lol, Quickie, ich hasse dich. Kannst du sagen, dein Mousepad ist größer wie meins. Nur mal so zum Vergleich. Meins hat, oh, hier drüben muss ich hingucken. Ich kann das hier. Meins hat die Länge und deins ist nochmal ein gutes Stück länger als meins, also breiter. Du bist so gemein, Quickie. Nicht mal ich habe so ein gutes Mauspad wie du, ja? Huch. So, du darfst, weil Maurice hat ja ein bisschen geschlafen. So, da wollen wir mal gucken. Hallo? Ah, jetzt hier. Gut möglich. Gut möglich. Ist gut, Mike. Ich werde jetzt mal auslosen. Ich kann mir das nicht mehr anhören. So, okay. Beenden. So, alle, die gewinnen wollen, sind 6 Leute. Also die Chance, dass du gewinnst, steht 1:6, Mike. Und ich werde es mal auslosen. In 5, 4, 3, 2, 1, PAM! Ist es ein Schlag? Dafür bekomme ich jetzt aber einen Keks.
Unverdient. Unverdient. Ich krieg jetzt einen Keks, Mike. Ja, bitte, per Post. Mir einen Keks zu schicken, bitte. Ich kenne mich ehrlich gesagt in Final Fantasy überhaupt nicht aus. Ich kann euch auch nicht mal genau sagen. Wartet mal, ich muss mal gucken. Wartet mal. Mike, hast du das Spiel jetzt schon? Ja, weil hier steht nämlich bloß da, dass der Key kann nicht eingelöst werden auf bereits existierende Accounts. Es muss halt ein neuer Account sein. Own the game for additional subscription time. Key cannot be appliziert. Ach, keine Ahnung. Hier, lest euch das selber durch. Mein Englisch ist nicht das Beste. Da. Download Final Fantasy, bla bla bla. Square Enix Mockstation Page, ein Account erstellen. Enter this key on the Square Enix 3 Download Page. You will need to split up and it the code, bla bla. Wenn du fertig bist mit Registrieren, gehe Account. Was? Register the game to your account for the first time. You will receive 30 Tage of non-recurring subscription game time. Afterward, you must purchase bla bla, keine Ahnung. Was? Du hast quasi einen Monat. Danke, Crazy Leuchten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Danke fürs Zuschauen, Crazy. Also das ist quasi nur ein Monat, denke ich mal. Ja. Genau. Das ist schon kompliziert. Wie gesagt, ich kenne mich mit solchen Spielen überhaupt nicht aus. Von daher, ja, kann ich euch da nicht wirklich weiterhelfen. Wieso? Ja, habe ich doch gesagt. Das habe ich dir doch gesagt, dass die für die Square Enix Mock Station ist. Habe ich sogar extra reingeschrieben. Habe ich extra vor uns reingeschickt, die Page. Ich habe keine Ahnung, Quickie.
Auf jeden Fall bei der Homepage, wo ich es gerade reingeschickt habe, da musst du dir einen neuen Account erstellen, das Spiel runterladen und dann den Code dort eingeben. Und dann passt das eigentlich so irgendwie so, was in der Drehe. Mach doch, das ist, wie gesagt, das ist dein Key, Mike. Du kannst damit machen, was du willst. Ja. So, ich bin aber jetzt erstmal raus, weil ich bin übelst müde. Übelst müde. Und wie gesagt, du kannst mich gerne mal auf Facebook dann anschreiben, Mike, ob es geklappt hat oder nicht geklappt hat. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel überhaupt null aus. Aber wirklich null. Und ja, das weiß ich ja nicht, Aragi. Ja, sorry, Maurice. So. Wie es einfach mal alle angepisst sind, ey. Hammerhart. Und wie gesagt, Mike hat ja bis jetzt noch nichts gewonnen, von daher, woher soll ich denn wissen, dass er das hat? Ich kenne mich ja überhaupt null aus mit dem Spielen und allgemein. Juli, okay, jetzt sowieso alle angepisst sind, werde ich auch den Stream beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne restliche Nacht, wie auch immer. Ich wünsche euch ja, morgen eine schöne Woche. Ich komme am Samstag höchstwahrscheinlich wieder. Als Red unter die Woche wahrscheinlich nicht dazu kommen zu streamen, weil ich jedes Mal andere Termine habe, nachmittags und abends. Und Freitagabend bin ich auch noch mal essen und alles. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, am Samstag ab ca. 18 Uhr wird es wieder einen Stream geben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke auf jeden Fall für euren Support, auch wenn jetzt einige angepisst sind. Aber ich meine, mehr als mich bemühen kann ich nicht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.